Hallo Leute, nachdem ich in meinem letzten Video Tipps darüber gegeben habe, wie man im Kindergarten einen guten Eindruck hinterlässt, falls ihr das Video noch nicht kennt, schau gerne mal vorbei, möchte ich heute darüber sprechen, was die absoluten No-Gos im Erzieherpraktikum, besonders im Kindergarten sind. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Ein absolutes No-Go, was man leider immer wieder sieht und was für mich komplett unverständlich ist, aber ein bisschen nachvollziehbar, ist, dass es immer wieder Leute gibt, die an ihrem Handy sitzen. Wenn man mit Kindern im Kindergarten arbeitet, dann hat das Handy ganz, ganz weit weg zu sein. Am besten in der Tasche, im Mitarbeiterraum oder sonst wo. Auf jeden Fall nicht bei sich. Denn ich weiß, ich kenne das. Wenn es dann plötzlich vibriert oder so und man merkt, man hat eine Nachricht oder einen Anruf bekommen, dann will man dem gleich nachgehen. Aber das geht einfach nicht, wenn man mit Kindergartenkindern zusammenarbeitet, denn die haben immer Vorrang. Man muss in seiner Arbeitszeit nicht auf sein Handy glotzen, man muss keine Storys machen, man muss keine Fotos schießen von den Kindern, das sowieso nicht. Man muss einfach für die Kinder da sein, denn darauf kommt es an. Was ebenfalls nicht geht, das sind lange Fingernägel. Ich weiß, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Die einen sagen, hey, das ist doch mein Persönlichkeitsrecht, ich kann so lange Fingernägel tragen, wie ich möchte. Aber meistens sieht das entweder gar nicht so schön aus, wie diese Person glaubt, oder es ist eben auch ein Verletzungsrisiko. Es ist einfach ein richtig, richtig blödes Gefühl, wenn du ein Kind verletzt, weil deine Fingernägel zusammen waren oder weil das irgendwie nicht rund genug gefeilt war und dann blutet das Kind vielleicht, weil du es irgendwie in dem Moment gerade komisch genommen hast oder komisch, ich sag jetzt mal, aufgefangen hast, wenn es sich so gegen dich geworfen hat. Und das kann ich echt nicht empfehlen und das ist absolut nicht gerne gesehen. Und es kommt auch nicht beim Vorstellungsgespräch gut an, wenn man schon lange Fingernägel hat. Das du mal so am Rande. Ich kenne Leute, die diese Mitarbeiter, diese zukünftigen Mitarbeiter oder Praktikanten schon allein deswegen nicht nehmen, weil sie diese Fingernägel tragen. Das wird natürlich so an sich nicht gesagt, aber es ist so. Deswegen, wenn ihr euch davon trennen könnt und das euch eh nicht so wichtig ist, dann macht euch erst gar nicht welche oder macht sie weg, bevor ihr das Praktikum oder das Vorstellungsgespräch antretet. Was auch überhaupt gar nicht geht, ist Rauchen. Zum einen nicht vor den Kindern, das ja sowieso gar nicht, aber ich finde auch davor oder in der Pause, das ist nicht geil. Meistens haben Raucher nicht so einen guten Geruchssinn, das heißt, sie riechen gar nicht, dass sie extrem stinken und Kinder haben ja auch nochmal ein feineres Näschen und nehmen das nochmal bewusster wahr. Und es ist einfach nicht schön, mit einem Raucher zusammenzuarbeiten und den dann auf die Kinder loszulassen. Ich möchte niemanden ausgrenzen, ich weiß, manchmal ist das das Einzige, was hilft in einer stressigen Situation. Aber ich habe bisher auch noch keinen einzigen Raucher im Erzieherbereich, besonders im Kindergartenbereich, angetroffen. Ich glaube, die werden auch nicht so gerne eingestellt, weil es geht halt einfach nicht. Du kannst nicht, sobald du dich stressig fühlst, sagen, oh, kurz raus, Raucherpause. Das funktioniert mit kleinen Kindern nicht so. Das funktioniert vielleicht in der Wohngruppe oder wenn du mit größeren und älteren Kindern bzw. Jugendlichen zusammenarbeitest, dann kannst du rauchen gehen, wie du willst. Zumindest ist das so meine Erfahrung oder im Pflegebereich. Aber mit kleinen Kindern kann ich eher davon nur abraten. Wenn man das natürlich kontrollieren kann und sagt, okay, ich rauche zu Hause noch eine, mache mich dann frisch, gehe zum Kindergarten und erst nach meiner Arbeitszeit rauche ich wieder, dann ist das natürlich jedem selbst überlassen. Aber im Kindergarten an sich, während der Schichtzeit, ist das echt ungern gesehen. Eine weitere Sache, die weder gerne von der Leitung, von den Eltern, von den Kindern, von den Mitarbeitern, eigentlich von keinem gerne gesehen wird, ist, wenn Erzieher bzw. wenn Praktikanten rumsitzen. Manchmal ist man einfach platt, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch solche Tage gehabt, wo ich mich am liebsten gar nicht bewegt hätte. Aber gerade als Praktikant ist es sehr ungern gesehen, wenn man sich einfach auf eine Bank setzt und sagt, ja, was soll ich denn machen? Die Kinder spielen doch hier alle. Dann am besten zu einem Kind dazusetzen, vielleicht in den Sandkasten, da kann man mit den Kindern eher reden oder irgendeine einfache Tätigkeit machen, wie zum Beispiel eine kleine Sandburg mitbauen oder man läuft halt so von Kindergrüppchen zu Kindergrüppchen und guckt, was die so machen. Das ist eigentlich eine gute Strategie, um nicht als faule Person abgestempelt zu werden. Es gibt Erzieher oder beziehungsweise leitende Personen, die können das überhaupt nicht sehen, wenn irgendjemand rumsitzt und sie mögen es auch nicht, wenn Erzieher dann zusammenstehen. Manchmal muss man sich absprechen, aber man sollte wirklich noch darauf achten, dass es irgendwie im Gleichgewicht ist und da nicht die ganze Zeit zusammengesessen wird und geschnattert wird. Eine weitere Sache, die absolut im Kindergarten gar nicht geht, ist eine vulgäre Aussprache. Dazu zähle ich auch Digga oder Alter oder diese ganzen
Wörter. Man muss jetzt nicht unbedingt auf diese ganzen Fluch- oder Schimpfwörter aus sein, aber schon solche Wörter sind einfach so eine Sache, die funktionieren nicht im Kindergarten. Es ist schwierig, wenn man im normalen Alltag da diese Worte benutzt, sie dann plötzlich im Kindergarten abzulegen. Aber ich finde, man sollte halt schon so ein bisschen auf seine Aussprache achten, dass diese klar und verständlich formuliert wird, weil Kinder lernen halt das Sprechen noch. Sie nehmen die Erwachsenen größtenteils als Vorbild. Und wenn eine Erzieherin mit Alter um die Ecke kommt, ja, was denkt ihr, was die Kinder demnächst zu Hause erzählen werden? Und was denkt ihr, wo das dann landet, wenn die Kinder anfangen, zu Hause mit Alter und Digger um sich zu werfen und die Eltern mitkriegen, dass das aus dem Kindergarten kommt? Wo wir gerade beim Sprachenlernen sind, mir wurde damals in der Erzieherausbildung beigebracht, dass man Kinder nie direkt auf ihre sprachlichen Fehler hinweisen sollte, wenn sie einfach die Grammatik oder die Wortstellung noch nicht so gut beherrschen oder es falsch konjugieren oder so, dann soll man nicht sagen, nein, das Wort heißt nicht so und so, das heißt so und so. Man soll versuchen, das Wort in seinen eigenen Satz indirekt zu korrigieren, indem man es dann richtig stellt und in der richtigen Art und Weise dann gebraucht. Ein letztes No-Go für den Kindergarten, welches ich gerne mit euch teilen möchte, ist, dass ihr selbstgebastelte Geschenke oder selbstgemalte Bilder nicht wertschätzt. Es ist einfach traurig für die Kinder, wenn sie sich Mühe geben. Manche können halt noch nicht so gut malen, dann ist es eben Kritzelkrakel. Aber dieses Kritzelkrakel ist für dich, das hast du wertzuschätzen. Die Kinder geben sich Mühe, die investieren Zeit und haben sich meistens auch was dabei gedacht. Ich kenne Kinder, die machen das eigentlich nur, die fahren dreimal über das Bild und sagen, ja, hier für dich und haben sich wirklich keine Mühe gegeben, weil sie einfach nur gerade miteifern wollten oder weil sie gar keine Lust auf das Bild hatten. Da könnte man ja sagen, hey, ich sehe, du bist noch gar nicht fertig, möchtest du vielleicht nicht heute Nachmittag noch an dem Bild weitermalen und dann schenkst du es mir, dass man es auf die Schiene noch ein bisschen versucht. Aber eigentlich sollte man sich einfach bedanken, das Bild annehmen und was du dann mit dem Bild machst, ist eben auch egal. Manche hängen sich das auf, manche heften sich das ab und manche schmeißen es zu Hause einfach weg. Das ist jedem selbst überlassen. Man muss sich nicht wirklich darüber freuen. Es ist schön, wenn Kinder einem was schenken, aber man sollte zumindest dem Kind eine gewisse Dankbarkeit entgegenbringen und dadurch auch wieder Wertschätzung. Denn dann fühlt das Kind sich motiviert, auch noch mehr für andere zu tun. Es fühlt sich geachtet und das stärkt einfach das ganze kindliche Selbstbewusstsein. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum du das wertschätzen solltest. Okay, das wären jetzt alle No-Gos gewesen, die mir auf die Schnelle eingefallen sind. Solltet ihr noch No-Gos haben, die im Kindergarten gar nicht funktionieren, sei es aus eurer eigenen Erfahrung oder was ihr mal so gehört habt, dann gerne damit in die Kommentare. Ich denke, meine Liste ist auf keinen Fall die große abschließende Liste. Da gibt es bestimmt noch viele weitere Punkte. Und wenn man das irgendwo gesammelt hat, dann hilft es vielleicht auch zukünftigen Erzieher und Erzieherinnen, das Beste aus sich selbst herauszuholen. Das ist mein Ziel. Und ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Schaut auch gerne mal in meinen anderen Videos vorbei oder abonniert mich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis bald. Bye, bye.